So, anscheinend sind die Gläser wieder kaputt gegangen, ansonsten wäre Toni ja nicht so sauer. Schauen wir mal nach. Wow. Und da ist Tag. Da sind sie wieder. Die Scherben einer dysfunktionalen Beziehung. War es wirklich zu viel verlangt, dieses Debakel zu verhindern, Kowalski? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich glaube, dieser Elefant ist einfach zu gerissen für uns. Papperlapappnase, der Elefant, der einen Rufus übertölpeln kann, muss erst noch aus dem Ei schlüpfen. Hey, Rufus. Jetzt nicht mehr, Carnickel. Ich habe gerade andere Sorgen. Stress mit deiner Freundin? Ex-Freundin. Und vielen Dank auch. Guter Gottfried. Ist das etwa meine Schuld? Ja, so kann man es auslegen. Denn es wäre nicht ohnehin passiert. Oh je, das ist so falsch. Keine Sorge. Ich habe einen neuen Plan, diese vermaledeite Zeitfalte ein für alle Mal auszubügeln. Wieso? Was hast du vor? Ich glaube, wir sind die Sache falsch angegangen. Das hier ist ein Tatort. Es muss Spuren geben. Mit meinem kriminologischen Geschick und eurer Watson-Haftigkeit haben wir diesen Fall gelöst, bevor der Elefant Terrain sagen kann. Okay. Lasst uns bitte nicht so lange hier aufhalten. Der Elefant könnte noch in der Gegend sein. Na, das wollen wir doch hoffen. Ich werde ihm einen Knoten in seinen hässlichen, faltigen Rüssel machen, damit er sich immer daran erinnert, dass man sich besser nicht mit einem Rufus anlegt. Er ist definitiv noch hier. Ich bin mir jetzt sicher. Was auch immer ihr da gesehen habt, reist durch die Zeit. Er ist uns also immer einen Schritt voraus. Oder hinterher. Schwer zu sagen. Ich glaube, er wird wieder schlecht. Schluck's runter, Tuck. Es geht auf Elefantenjagd. Okay. Seltsam. Hier leuchtet die Scherbe. Wirklich? Dann muss es dort eine Strahlungsquelle geben. Abwarten. Holla die Bolla. Was ist das? Elefantenhaut. Soweit ich weiß, häuten sich Elefanten nicht. Ja, ja. Erst nicht an rosa Elefanten glauben und plötzlich ein rosa Elefantenexperte sein. Also für mich sieht das nach einem ordinären Stofffetzen aus. Ja, und was ist mit diesem geheimnisvollen Leuchten? Ich tippe auf Tachyonenstrahlung. Sie entsteht, wenn Materie rückwärts durch die Zeit bewegt wird. Ich messe Spuren davon in der ganzen Umgebung. Und die Brechung an der Scherbe rückt sie ins sichtbare Spektrum. Wenn ich eine Vorlesung hören wollte, würde ich mir ein Ticket für die Uni kaufen. Es gibt keine Tickets für die Uni. Nur einen Numerus Clausus. Genau. Und in der Klimbim-Nacht kommt er über die Dächer gesegelt und verteilt Geschenke. Also wenn du diesen Käse deinen Studenten beibringst... Moment. Sagtest du Spuren? Sagte ich. Aber natürlich. Mit der Scherbe können wir die Tatzelwurmstrahlung sichtbar machen. Kommt. Ich habe eine Idee. Was? Okay. Interessant. Ja. Weiter als hier geht's anscheinend nicht. Ich sehe keine anderen Spuren, also wieder zurück. Heißt, da lang, da lang, da lang. Da lang. Ja, und was? Hier unten geht's auch nicht weiter. Ah, aber da. So. Und nach da oben und nach hier unten und zur Kreuzung. Bernards Hütte ist by the way offen.
Da ist ein ganz großer Fleck. Da lang, da lang, da lang. Da lang, da lang. Hebel. Oh, un Hebel secret. Ein geheimer Hebel. Holde Narren und Narhalesen, ich präsentiere das geheime Elefantenversteck. Okay. Okay, jetzt mal ernsthaft, Mac. Wie machst du das immer mit diesem Dödödöm? Hä? Ach, egal. Es gibt wichtigere Geheimnisse zu lüften. Bleibt hinter mir! Wow! Das müssen Reste der verlassenen Mall sein. Mit Betonung auf verlassen. Genau. Es ist niemand hier. Lasst uns gehen. Einen Moment noch. Seht ihr die Tunnel da? Das Wesen hat sie benutzt. Und das kann noch nicht lange her sein. Dann ist er vielleicht noch hier. Hurra. Okay. Aber vor allen Dingen Porzellanladen. Noch nicht. Ich werde diesen Schadelefanten finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Okay, Porzellan, ich... Wir gehen mal da links. Also los, ich gehe hier lang. McChronicle, du nimmst den anderen Weg. Und was ist mit mir? Du bewachst den Eingang. Wie denn? Alleine bekomme ich wenigstens eine Waffe. Was denn für eine Waffe? Na, eine Waffe halt. Ich habe mich heute schon genug verprügeln lassen. Ah, dafür brauche ich das. Aber ich brauche irgendwie Kleber. Der Ausschlag wird schwächer. Du solltest dich beeilen, wenn wir deinen Phantomelefanten noch schnappen wollen. Typisch. Kaum bekommt er Ausschlag, ist es plötzlich mein Phantomelefant. Hier ist es unheimlich. Unheimlich spannend, ja. Ein bisschen zu spannend für meinen Geschmack. Bleib bitte in der Nähe, okay? Also gehen wir mal raus. Ich brauche irgendwie Kleber. Und Bernards Hütte ist offen, also... Wahrscheinlich kriege ich da was. Sei nicht so hart zu ihm. Er ist ein guter Junge. Ist er nicht. Du magst ihn nur, weil er dein bester Kunde ist. Eigentlich lässt er immer alles anschreiben. Apropos, wie läuft dein Laden? Palim, palim. Störe ich zufällig? Nein, das hat Methode. Samt Handschuhe, Rufus. Ich will kein offenes Feuer im Laden. Keine Sorge, Bernard. Ich bin vor... dingsig. Vorsichtig? Nein, das hieß anders. So, Hahn, was ist da drin? Bernard hat endlich eine neue Lieferung bekommen. Warum hat er mir nur nicht Bescheid gesagt? Kann ich ein Glas davon von nehmen? Ich trinke keinen Brandbeschleuniger mehr. Es war zwar ein lustiger Abend, aber der Morgen danach war fürchterlich. Okay, Rakete. Wofür auch immer ich die brauche. Briefkastentod 420 Light. Was ist denn aus der guten Briefkastentod 400 geworden? Ich hoffe, die haben nicht schon wieder den Schwarzpulveranteil im Innern reduziert. Ich sollte bei Gelegenheit mal persönlich nachsehen. Okay. Rakete und Hahn. Stimmt. Ein bisschen mehr Wumms kann da wohl nicht schaden. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. So. Was haben wir hier noch? Reden wir mit Bernard. Du solltest vielleicht lieber mit Toni reden. Ich möchte mir nicht wieder vorwerfen lassen, dass ich mich mit dir gegen sie verschwöre. Ja, sie kann echt stressig sein in diesem Zustand. Das hat sie von ihrer Mutter. Was tuschelt ihr zwei denn da? Oh, nichts, Schatz. Ich habe Rufus nur darauf hingewiesen, dass ich sein Verhalten dir gegenüber nicht gutheiße. Verräter! Verzeih mir, du weißt doch, wie sie ist. So, reden wir mit ihr. Du, Toni. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ach,
Wirklich? Genauso wenig, wie du meine Zahnpasta durch Schuhcreme ausgetauscht hast? Ach, das ist also Zahnpasta. Oder die Torte für die Schwinowitz-Hochzeit durch eine Bauschaumattrappe? Genau, so wenig. Und die Bärenfalle im Kühlschrank? War das auch jemand anderes? Nee, das war ich. Einer hier musste doch was gegen den mysteriösen Tortentauscher unternehmen. Und deine Theorie war, dass ein Bär nachts an unseren Kühlschrank geht. Und dass er dein Tagebuch an Wenzel verkauft hat, genau. Und an den Gläsern ist er bestimmt auch schuld, oder wie? Nein, nein, das war ja wirklich nicht ich. Sondern? Ein rosa Elefant. Es war ein rosa Elefant. Oh, ich weiß nicht, was mich mehr enttäuscht. Dass du die Gläser kaputt gemacht hast? Oder dass du dir nicht einmal mehr Mühe mit deinen Ausreden gibst? MacChronicle. Das ist alles MacChronicles Schuld. Wer zum Gröll ist MacChronicle? Ach, so ein Heini mit einer Zeitmaschine. Beneidenswert. Kannst du ihn bitten, die Zeit zurückzudrehen, damit ich mir diese dünne Lügengeschichte nicht anhören muss? Tuck sollte aufpassen. Du lässt einen Säufer auf meinen wertvollsten Besitz aufpassen? Ja, ich meine, er kennt sich doch mit Gläsern aus, oder? Die Gesellschaft ist schuld. Woran? Dass meine Gläser kaputt gegangen sind? Ach, darum geht's hier. Ich dachte, wir reden über die niedrige Aufmerksamkeitsspanne bei Jugendlichen. Selbst zuzuschreiben? Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Bitte? Was? Du hast richtig gehört. Wer kommt denn bitte schön auf die Idee, Kristallgläser als Pyramide mitten auf der Straße aufzubauen? Jetzt lenk nicht ab, Freundchen. Das ist genauso wenig eine Entschuldigung wie, warum heißt es dann Flammkuchen? Oder was bauen Sie die Grundschule auf direkt neben einem Laden für Gartenwerkzeug? Schuldzuweisungen werden unser Problem jedenfalls nicht lösen. Etwas, das Sie mit dir gemein haben. So, übertreibst du nicht ein bisschen? Meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Ich meine, das ist ja nun wirklich nicht das Schlimmste, was ich jemals angestellt habe. Das Problem ist auch nicht so sehr, was du diesmal gemacht hast, sondern, dass du es immer wieder tust. Du lernst einfach nie dazu. Und offensichtlich färbt es langsam auf mich ab. Auch ich mache immer wieder denselben Fehler. Zu denken, dass Latzhosen vorteilhaft für deine Figur sind. Dir zu verzeihen. Ach so. Oh. Tatsache ist, unsere Beziehung dreht sich im Kreis. Du drehst dich im Kreis. Ich hab dich mal für originell gehalten. Für jemanden, der einfach anders ist. Aber ab irgendeinem Punkt ist selbst das ständige Kaputtmachen von Dingen, die eigentlich funktionieren, auch einfach nur noch ein Ding, das, naja, das irgendwie funktioniert. So toll waren die Gläser nun auch wieder nicht. Du holst sie doch so gut wie niemals raus. Und ein bisschen trübe haben sie auch schon ausgesehen. Dasselbe lässt sich auch über deine Augäpfel sagen. Wenn ich die auch zerschmettern darf, rede einfach weiter. Ja, los, hopp. Ah, nee. Das Spiel ist... Heißt das, du kommst nicht so mit nach Elysium? Das wäre ich doch ohnehin nicht. Seit wir zusammen sind, ist die Erfolgsquote deiner hirnrissigen Pläne die einzige Konstante in meinem Leben. Eine glatte Null. Aber langsam vermisse ich meine alten Konstanten. Die Anzahl der eigenen Wände zum Beispiel. Ehemals 4. Oder die Stunden, die an einem Tag verstreichen, ohne dass die Küche brennt. Das waren mal 24. Jetzt bist du unfair. Du hast doch noch viele andere Konstanten. 5 Finger, 2 Beine, 2 Eltern. Okay, jetzt bekomme ich sogar ein wenig Angst. Bernhard, sag doch auch mal was. Ich fürchte, da musst du alleine durch. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Stimmt. Was die hohe Kampfkunst der Versöhnungen anbetrifft, könnte ich eine komplette schwarze Gürteltierherde ausrotten. Zumindest bist du besser im Training als jeder andere, den ich kenne. Es ist wirklich... Ach, wer soll die... Ein... Ah, okay. Etwas... Ich bringe das wieder in Ordnung und dann wirst du dich entschuldigen. Diesmal nicht, Rufus. Ich habe es satt, für dich zum Bürgermeister zu gehen. Ich brauche irgendwie Kleber. Was haben wir denn hier überhaupt? Chronoka. Noch nicht. Ich werde diesen Schadelefanten finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Kann ich auch die Kurve wieder... Noch nicht. Ich... Okay. Heißt... Ich muss hier jetzt irgendwie was zum Kleben finden.
weil ich muss ja das Diplom kriegen, damit ich an die Wumme komme. Da unten war nichts. Und warum? Ach so. Ich muss von der anderen Seite. Dahin. Yep. Moment, kann ich... Das muss ich jetzt kurz nachgucken. Kann ich jetzt trotzdem Wasser dann nehmen? Mit so einem Eiswürfel? Natürlich nicht. Kein Bild, kein Ton. Ich muss wohl erst den Anschalter finden. Das ist natürlich jetzt doof. Ich muss wohl... Und wofür brauche ich die Rakete? Ja, geh mal ein bisschen schneller, Rufus. Oh. Was ist los? Wir kennen die... Ja, und ohne Licht können wir die Noten nicht... Warum spielt ihr... unser Rudis... Oh, dieses... Hey! Na gut. Oh, dieses... Hey! Kann ich irgendwas mit Rakete und... In beiden... Puh. Oh. Rakete? Das Grill? Das erinnert mich an meinen Crashkurs Grillen für Grenzgänger. Zu schade, dass er gecrashed ist. Nee. Rakete und Lottie. Nennt mich einen Macho. Aber sich gegenseitig mit Waffen und Explosivstoffen die Rübe wegzuballern, ist nach wie vor Männersache. Frauen fehlt dafür einfach die richtige Denke. Und was ist, wenn ich das denke? Damit bräuchte ich ewig, um das Schwarzpulver rauszuprökeln. Ich brauche etwas Schärferes. Die Schärfe? Was mache ich mit Schwarzpulver? Das hier muss ich sein... Dazu fällt mir... Leider hat der schon keine... Ich glaube, sowas mache ich auch... Das hier muss, das hier, nee. Das hier muss, das hier, das hier muss, das hier muss ich, das hier muss ich sein Feuerwerk erst noch verdienen. Nicht nötig, in meinem zumindest, also. Was mache ich denn mit Schwarzpulver? Hey, hey, Lon, was gibt's? Nichts. Oh, danke, bitte. Okay. Kann ich das irgendwie mit dem... Dafür und nee. In ba- das erinnert mich zu. Es stimmt, wenn dir das du diese Maschine können. Nee, auch nicht. Wie? Ach ja, Kleber, natürlich, ich bin doof. Ich muss irgendwas mit dem Honigspender versuchen zu machen, aber. Ich frage jetzt was. In ba- dafür brau und Ei. Kann ich diesen Hebel vielleicht? Dafür braucht und man. Nee. Sowas mach auch. War unten noch was? Nee. Porzellan, Elch, Rufus. Noch nicht. Ich wär. Ach, das Schwarzpulver brauche ich bestimmt für. Dings. Für die Waffe dann. Schilder. Nein, ich habe die Lasso, wenn ich das nächste Mal diese Krypt und seltsam. In den Ballon. Das Feuer ist kein Wunder. Das Feuer ist kein Wunder. Nee. Das Abschied. Das ist echt das Problem. Die Scherben einer Dysfunktion. Dass ich keinen Hut habe für. Die Bienen.
Was ist, wenn ich jetzt den Hebel drücke? Ach, einfach nur um da vorbei. Das ist schon mal gut. Aber ich muss doch irgendwie das Flaschending da kriegen. Was soll das sein? Etwas, das mich als Großwildjäger ausweist, vielleicht? Naja. Okay, Was soll das? Etwas. Naja. Das ist jetzt doof. Kann ich vielleicht jetzt doch noch mal hinwerfen? Ich probiere es mal. Dartpfeil. Und. Nee. Tja, leider daneben. Kann ich irgendwas mit der Dartscheibe machen? Ich brauche keine Hilfs. So. Ist doch. Knickerfeuer. Ich brauche keine Hilfsmittel, um beim Dart zu schummeln. Ach so. Nicht nötig, in meinem Mann. Zumindest nichts Wertvolles. Also nicht. Ja, puh. Hey, Fink, das sind die. Vielleicht die Scherbe? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wieso? Nur so. Hey, Lotto. Was heißt denn? Lass dich viel. Scheiben. Das. Du hast zu haarige Beine. Schock, schwere Not. Du gute. So. Aua! Gut so. Aua! Ich leide. Was? Fällt. So. Deine. Ich mach. Es ist nicht. Hätte ich doch nur mein. Lotto. Er hat rasch. Ich finde. Kannst du nicht, solange ich. Wobei ich mit einem. Ich mein Tüdel. Ja, ich muss irgendwas finden, was zum Besseren. Keine Spur. Ich glaube, ich. Keine Spur. Schneiden. Da wäre. Auf einer Skala. Wie nur so. Tja. Mensch, irgendwelche. Hey, 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 Lust auf eine Partie. Ich muss meinen Mantel nehmen. Puh. Nun gut, hier geht's auf jeden Fall erst beim nächsten Mal weiter. Vielleicht fällt mir beim nächsten Mal was ein oder ihr habt welche Ideen. Und bis dahin beim Indiana Jones.